Neue legendäre Raids erwarten uns ab sofort, damit erwarten wir wenig Pokémon Go. Lugia wird verschwinden, ich hoffe jeder konnte sich ein Shiny schnappen, wer das haben wollte. Latias und Latios werden nun einige Zeit lang unter uns weilen, zuerst Latias bei uns. So, Pokémon Go hat folgendes geschrieben, die erscheinen in regionalen Raid-Kämpfen, das heißt, nicht beide zeitgleich, sondern einen Monat lang. Latias? Und danach bis zum 5. Juni Latios. Ich werde gleich noch über die Pokémon ein bisschen was erzählen. Aber jetzt am Anfang ist Latios mal in Europa und Asien. Und Latios in Nordamerika, Südamerika und Afrika. Ab sofort. Ich habe zwar noch keinen Raid dieser Art gefunden. Vermutlich bei uns dann erst morgen. Aber es steht auf jeden Fall 2. April. Und bis zum 8. Mai. Danach wird getauscht. Und die anderen Gebiete erhalten und so weiter und so fort. Was ich interessant finde, Pokémon Go schreibt da auch, also Niantic, bist du auf der Suche nach dem perfekten Pokémon, um Latias und Latios herauszufordern? Das sind Drachen-Psycho-Pokémon. Und hier wird geschrieben, in Raid-Kämpfen erscheinen ebenfalls Pokémon, deren Attacken stark gegen Psycho- und Drachen-Pokémon sind. Zum Beispiel Despotar und Flunkifer. Du kannst also ein starkes Team zusammenstellen. Damit ist gemeint, dass man in den anderen Raids außer legendären auch Pokémon bekommen kann, welche effektiven Schaden gegen eben Typ Drache und Typ Psycho anrichten. Finde ich genial, dass das auch so beachtet wird, dass man sich da ein gutes Team zusammenstellen kann, wenn man denn noch keines hat. Bis zum 5. Juni. Danach sind die beiden wieder weg. So, sehen wir uns mal Latias an. Wie gesagt, Drache Psycho habe ich jetzt schon zum 5. Mal wiederholt. Und Pokebattler hat da schon Kampfsimulationen am Start, was ich sehr genial finde. Nummer 1, also ich sortiere immer nach, schnellster Schaden. Durchhaltevermögen und so ist mir egal, aber Rayquaza führt da ganz klar die Rangliste an. Mit 2 Drachenattacken. Danach Brutalanda mit Drachenattacken. Danach Dragoran mit Drachenattacken. Gengar belegt Platz 4. Ich bin ein großer Freund von Gengar, obwohl manche immer sagen, ja, er hält nichts aus. Und ja, stimmt schon irgendwie, aber da Latias seine Schwäche gegen Käfer, Unlicht, Fee, Drache, Geist und Eis hat, ist natürlich Geist auch vorne mit dabei, beziehungsweise Mewtwo, dann ebenfalls sehr genial, hält am allermeisten von den bisher genannten aus. Despotar hält am allermeisten sogar aus, sehe ich hier 23 Tode, bis, also man bräuchte 23 Despotar, um das Teil kaputt zu machen, bis Knirscher, also Unlicht natürlich. Das Lustige, ein guter Counter gegen Latias ist Latias. Natürlich. Genauso wie gegen das erste Mewtwo ist der beste Counter Mewtwo. Warum auch nicht? Weil man hat ja... nein, Quatsch, ich mache nur Spaß. Rosanna. Nein, nehmt kein Rosanna. Doch, Rosanna ist schon ziemlich stark. Ich hasse das Ding. 2 Eisattacken. Ja, und ansonsten hat bestimmt noch der eine oder andere vielleicht so ein Sherox von den Mewtwo Raids. Ist aber, kann bei weitem nicht mit den ganzen Drachen mithalten, muss man sagen. Oder ein Hundemon von den Mewtwo Raids. Garados hat bestimmt auch der ein oder andere. Aber die wichtigsten, die habe ich schon genannt. Die richten am meisten Schaden an. Ansonsten einfach in der Suche eingeben. Zum Beispiel Unlicht, Käfer, alles was man da hat. Solange die Attacken Typ-Effektivität haben, sollte das schon klar gehen. Denke ich mal. Ja, also es geht direkt weiter. Lugia verschwindet. Die beiden kommen. Ob in Shiny, bin ich mir nicht so sicher. Brutalanda habe ich leider noch nicht. Rayquaza habe ich auch nicht hochgelevelt. Ich werde vermutlich, ganz ehrlich, Mewtwo, Gengar, Dragoran, Despotar. So, das wird mein Team sein. Diese 3, 4 verschiedenen Pokémon. Und das war es dann auch schon. Brutalanda hätte ich gerne, aber ich habe noch keins entwickelt. Und genau. Ansonsten nur eine kurze News. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Es geht einfach beim nächsten Mal weiter. Übrigens, also wegen 2. April. Ich vermute, es würde so um 23 Uhr erscheinen, 22 Uhr, 23 Uhr. Da aber zu diesem Zeitpunkt keine Raids mehr bei uns sind, werden wir es erst morgen erhalten. Also 3. April, obwohl 2. April steht. Aber eventuell, wer weiß, vielleicht ploppt noch ein Latias auf. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Es geht einfach beim nächsten Mal weiter.